Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Ja, Ripple-CEO Brad Garlinghaus war in Davos, hat beim World Economic Forum 2023 nicht nur als offizieller Redner, sondern natürlich auch als Interviewpartner oder Gast bei einigen TV-Shows gesprochen. Es gibt mehrere Interviews, die inhaltlich allerdings doch sehr ähnlich sind und auch der Befrager ist der gleiche. Von daher kann ich euch ans Herz legen, euch gern mal diese 15-Minuten-Version reinzuziehen. Ich werde euch das Ganze verlinken. Sehr interessant, aber im Groben und Ganzen gibt er auch all das, was er dort inhaltlich preisgibt, in dieser Kurzversion hier preis, bei CNBC, und da schauen wir jetzt mal rein. Die Frage, mit dem dieses Interview startete, war: Hey Brad, wie siehst du denn aktuell die Kryptophase? Wie siehst du denn so alles 2023? Siehst du eine Veränderung zwischen dem letzten Bärenmarkt und dem jetzigen? Winter, that I, as you just suggested, has changed in tone from how the last Davos, in terms of just, there was a lot of hype, a lot of noise around all things crypto at the... Allein schon, dass er schon zweimal jetzt hintereinander in Davos war, weil viele sich ja immer wieder fragen: XRP ist ein Scamcoin, Brad Garlinghaus ist ein Verbrecher, die SEC wird diese Gauner platt machen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die SEC klagt im Prinzip wegen einer Meinungsverschiedenheit gegen Ripple und nicht, weil sie ihn vorsätzlichen Betrug oder ähnliches vorwerfen. Und dazu muss man sagen, so irrelevant wie der ein oder andere glaubt, scheint das Fintech nicht zu sein, denn ansonsten würde man sich, glaube ich, nicht die Mühe machen und den CEO nicht nur einladen, das kann man ja vielleicht noch nachvollziehen, sondern auch tatsächlich als Speaker sprechen zu lassen, also definitiv eine Ansage. Davos, and I think seeing the change, and I actually think it's a really healthy change, that there's more focus on utility. Are these technologies are solving real problems? And I think to your question, you know, I think to the extent there are companies solving real problems for real customers, and they're going to continue to grow regardless of the environment. Is there continued contagion? I think, you know, we're obviously continuing to hear noise about what's going on with DCG and Gemini. Also ganz generell sagt er hier, er sieht einen klaren Unterschied zwischen dem Crypto-Space im letzten Jahr noch, als er in Davos war, und in diesem Jahr. Natürlich gab es zahlreiche Vorkommnisse, meinetwegen Luna oder auch FTX, die natürlich einiges in die Brüche gebracht hat, aber er merkt definitiv einen Unterschied, weil es geht mittlerweile doch ein Stück weit mehr um Utility, Anwendung und echte Lösungen und echten Nutzen. Das kann ich auf jeden Fall zumindest ein Stück weit unterstreichen. Einige der Projekte ganz vorne haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch 21.000 Coins, die wahrscheinlich nicht so tolle Arbeit geleistet haben, und auch noch einige Meme-Coins da draußen. Aber alles in allem können wir, glaube ich, ganz klar sagen, der Kryptomarkt wird von Mal zu Mal ein bisschen reifer. Er sagt aber, momentan müssen wir ganz klar auch aufpassen, diese Geschichte um DCG, Gemini bzw. Genesis, ihr habt es mitbekommen, die Winklevoss-Brüder wettern ja gerade gegen Barry Silbert, und er sagt, das kann natürlich noch einiges mit sich bringen, aber das gilt abzuwarten. Hard to know. It sounds like that could work out in a constructive way. I think all of this has not been great for crypto at large, but again, if you just focus on companies that are solving real problems, certainly Ripple had a record 2022. We'd rather see crypto do well at large, but we had a great year, signed up more and more customers and more volume going through our payment rails. Das ist interessant, gerade für diejenigen unter euch, die eventuell sich so ein bisschen mit der Ripple-Aktie auf Linkto beschäftigen. Man sieht auf jeden Fall, dass Ripple als Unternehmen hervorragend performt hat im letzten Jahr, auch wenn XRP für uns Anleger jetzt nicht ganz so geil performt hat. Ripple konnte zahlreiche neue Partner gewinnen, teilweise sehr große Banken und vor allem die bestehenden Kunden dazu bringen, viel aktiver zu werden. In terms of your outlook for 2023, we've seen a bit of a bump for Bitcoin and the crypto markets. Are you expecting that to continue, or is this just a little bit of false hope? Well, I've tried to stay out of the short-term price prediction on all things Bitcoin, or crypto in general. I'm long-term very bullish, because I think these are technologies that can solve real problems at scale. And I think when you have kind of new emerging technologies, not dissimilar than, frankly, the internet and kind of the dot-com bubble, sometimes the hype gets ahead of the reality that comes into balance over time. But we shouldn't forget, you know, really not that long ago, 21 years ago, Amazon during the dot-com bubble almost went out of business. You know, so the fact that you're seeing some changes in the crypto world, I think, can be healthy for the long-term health of the industry. Okay, auch sehr interessanter Punkt. Der Moderator hat ihn gefragt: Du, pass auf, wir haben ja gerade eine Krypto- oder eine Beule im Krypto-Space, geht ja gerade so ein bisschen bergab. Was glaubst du, kurzfristig gedacht, wie wird sich dieses Jahr noch so entwickeln? Brad sagt daraufhin: Kurzfristig ist nicht so mein Ding, ich gebe ungern kurzfristige Prognosen ab, aber langfristig gesehen sehe ich da einiges an Potenzial. Außerdem darf man nicht vergessen, solche Rücksätze sind ganz normal. Wir hatten zum Beispiel vor 21 Jahren die Dotcom-Bubble, die geplatzt ist, woraufhin selbst Amazon kurz davor war, pleite zu gehen. Von daher sind solche Dinge nun mal unausweichlich.
weichlich und gehören zu einem Reifeprozess einfach dazu für eine Industrie. And yet FTX appears to be a very high-profile case of fraud. There are serious regulatory and auditing gaps that went on with that institution. And yet at the same time, what I'm reading is so many people have been critical of SBF for having this close relationship with the regulators, the fact that he visited Gary Gensler so many times. So where do you draw the line? We need to strengthen regulation and oversight in this industry, but how close should the relationship be between your peer group and the U.S. regulators who are looking at these institutions? Yeah, first of all, I think you're exactly right. We talk about this as a crypto problem, but really this is just fraud. And I think in some ways not that dissimilar than Bernie Madoff. And er wird ja nochmal gefragt bezüglich der FTX-Geschichte, wie es quasi so weit kommen konnte, ob er glaubt, dass er oder ob es vielleicht Sinn machen würde, dass die Behörden mehr mit dem privaten Sektor kooperieren, um eben solche Sachen zu vermeiden oder frühzeitig zu erkennen. Brett antwortet darauf, erst einmal komplett richtiger Ansatz, aber man muss auch ganz klar sagen, das, was da passiert ist, hat eigentlich nichts mit Krypto zu tun, sondern geht mehr in die Richtung Bernie Madoff. Ich glaube, ist einer der größten Scammer überhaupt auf der Welt und er meint halt, das hat eigentlich wenig mit Krypto zu tun. Nun ist es nun mal im Kryptosektor passiert, hätte aber theoretisch auch genauso gut woanders passieren können. Es geht hier einfach um Betrug und von daher sollte man das jetzt vielleicht nicht unbedingt Krypto in die Schuhe schieben. When Bernie Madoff occurred, we didn't totally restructure how we thought about oversight and regulation of hedge funds. We realized that, clearly in that case also, the SEC had overlooked and people had reported to the SEC they should be looking into Bernie Madoff. So I know that the SEC had met a bunch of times with SBF. I don't know the specifics of what types of oversight they were applying. I do think this is a fraud. I don't view this as a crypto problem at large. But to your point, I think regulatory clarity globally is important. And we're seeing a lot of countries, here we are in Davos, and Switzerland's clearly one of the countries leading in providing regulatory clarity in early stage. You have the UAE leaning in, the UK, Japan, Singapore. The US is notably absent from that list. Also, er sagt, im Prinzip sind Regulierungen unausweichlich und sehr, sehr wichtig, auch insgesamt natürlich für Klarheiten am Markt. Schaut euch andere Länder an, zum Beispiel hier in Davos, also in der Schweiz oder aber auch in Singapur, Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch in anderen Orten auf der Welt. Da ist es bereits so, dass es Regulierungen gibt und diese Regulierung scheint zu funktionieren. Er sagt, Amerika bleibt halt auf der Strecke, nur da, ausgerechnet dort ist eben immer noch fehlende Klarheit und natürlich hoffen alle darauf, dass auch hier die Wende kommt. And I think in some ways regulators in the U.S. have added confusion to the crypto marketplace. And let's talk about those regulators in the U.S., the SEC, Brad. Let's get a check-in on what's going on with that lawsuit with the SEC. Ja, übrigens sehr interessant. Also normalerweise, wenn so laufende Gerichtsprozesse sind, sind die Beklagten ja immer sehr zurückhaltend oder sagen, ich darf darüber nicht sprechen. Brad redet auf jeden Fall darüber. Ich weiß nicht, ob das besonders klug ist, aber es ist auf jeden Fall besonders interessant und von daher können wir mal jetzt sehr gespannt darauf hören, was er sagt in Bezug auf die SEC und vor allem, wann er glaubt, dass diese Klage endlich ein Ende findet. Are you nearing an end potentially? Are you planning to settle with the SEC? Das ist die Frage der Fragen, ne? Glaubst oder vermutest du, dass du das Ding so durchkriegst mit Urteil oder glaubt ihr, ihr werdet vor eine Einigung erzielen? We've always said that we would love to settle, but it requires one very, very, very important thing, and that is that on a go-forward basis, it's clear that XRP is not a security. The SEC and Gary Gensler has very outwardly said he views almost all crypto as a security, and so that leaves very little space in a Venn diagram for settlement. The case is now fully briefed in front of the judge, and judges take however long the judges will take. We're optimistic that this will certainly be resolved in 2023 and maybe the first half. So we'll see how it plays out from here. But I feel very good about where we are relative to the law and the facts. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Brad Gallinghaus ultra sympathisch und sehr selbstsicher. Also er sagt ganz klar, ihnen wäre nichts lieber als ein Settlement, also eine Einigung. Aber das Problem ist, es würde nur eine Einigung stattfinden, wenn ein Punkt ganz klar hervorgehoben wird und zwar XRP is not a security. Also XRP ist kein Wertpapier, doppelt unterstrichen. Wenn das Fakt ist, kann er sich eine Einigung vorstellen. Da die SEC aber im Wortlaut zuletzt meinte, dass alle Kryptos oder fast alle Kryptos Securities seien, werden sie wohl kaum sagen können, okay, jetzt haben wir den Ripple-Fall hinter uns gebracht, die sind kein Security, aber alle anderen, das wäre unlogisch und da würde die SEC sicher selbst den Wind aus den Segeln nehmen. Von daher sagt er, eine Einigung hält er für äußerst unwahrscheinlich. Habe ich übrigens auch das erste Mal in der Form gehört. Ich habe ja selbst immer gedacht, ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass eine Einigung stattfindet. Vielleicht ist es für beide Parteien auch angenehmer, allein wegen diesen Hinman-E-Mails. Da möchte bestimmt die SEC nicht, dass das rauskommt. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, auch wenn Ripple das Kleingeld über hat, dass sie nicht unbedingt Bock darauf haben, jetzt noch zig Millionen in Anwaltskosten zu investieren, weil man vielleicht irgendwie Gefahr läuft, dass das, nachdem es ein Urteil gibt, das vielleicht sogar zugunsten von Ripple ausgelegt wird, dann nochmal zu höheren Gerichten geht und noch höheren Gerichten geht. Und ja, das kann man natürlich alles mit einer Einigung vermeiden, aber er sagt, das ist sehr unwahrscheinlich. Alle Dokumente sind eingereicht. Er geht davon aus, dass die Richterin zugunsten von Ripple entscheiden wird. Er hat ein sehr gutes Gefühl. Er glaubt auch, dass es 2023 passieren wird.
und er hofft darauf, dass es sogar in der ersten Jahreshälfte passiert. Also hier gibt es keinerlei Indizien darauf, dass er irgendwie was wüsste, dass das in der ersten Jahreshälfte passiert, sondern es ist einfach nur aus dem Bauch heraus von ihm. Are you going to wait for the judge to come out with a decision on this one? I'm very optimistic, and I think absent some significant change in posture from the SEC, I can't imagine that we won't have resolution from the judge. I also will point out, and I've certainly something I've heard here in Davos repeatedly, is how important this is, not just to how Ripple it goes forward, but also really the whole crypto industry in the United States. And I keep reminding people that outside the United States, crypto is still thriving, Ripple is still thriving, and we should make sure we continue to engage non-US regulators as well. Also er sagt auch nochmal, auch auf Davos wurde jetzt schon öfter angesprochen auf das Thema. Und eins ist ganz klar, Ripple steht quasi nicht nur für XRP im Ring oder für sich selbst, sondern natürlich für die ganze Kryptoindustrie. Dann sollte Ripple es schaffen, diesen Präzedenzfall zu erbringen und XRP als Nicht-Wertpapier darzustellen, dann hätten wir neben Ethereum, die ja noch ganz vage irgendwie kein Wertpapier sind, sogar den ersten faktenbasierten Coin oder Token, der kein Wertpapier ist. Und auf der Basis könnten dann sicherlich auch viele, viele andere Altcoins argumentieren und deren Anwaltsteams dann ganz klar sagen, guckt euch den Ripple-Fall an, da wurde es ja auch so und so entschieden. Also von daher glaube ich auch, es wird eine sehr prägnante Geschichte, dieses Urteil. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch brachial nach hinten losgehen, wenn plötzlich natürlich Ripple den Fall verliert und plötzlich alle Altcoins als Security eingestuft werden. Das wäre natürlich der Worst Case der Worst Cases, aber so weit wollen wir mal nicht gehen. Ich persönlich bin sehr zuversichtlich, aber außerhalb der USA gibt es halt weiterhin diesen Aufwärtstrend. Also unabhängig von dieser ganzen Situation in den USA glaubt er daran, dass Ripple und auch Krypto ihren Weg gehen werden, auch wenn dann vielleicht nicht das Herz der Kryptowelt in den USA schlägt. I mean, it's also difficult to say it's thriving when so many people have lost a lot of money speculating. And the key word here is speculating on the price of Bitcoin and various other cryptocurrencies. I remember back at the peak, there was a lot of talk about institutions getting involved. Given what we've seen, given the price action, given the drawdowns, given the numerous amounts of fraud cases that have gone on in the space, doesn't it feel like the hurdle is extremely high, if not impossible now, to get institutions involved? If you were sitting on a board of a pension fund, how could you justify to them that you're going to get involved in cryptocurrencies? Also sehr gute Frage von ihr. Sie fragt nämlich, ja, du sagst so eben, ja, es läuft schon irgendwie im Ausland weiter. Aber sind wir mal ehrlich, Brad, so viel Gelder wurden verloren von Investoren aufgrund von Spekulation. Wie soll das Ganze denn jemals irgendwie seriös werden? Wie sollen denn zum Beispiel jemals Pensionskassen auf die Idee kommen, ernsthaft ihre Renten quasi in Kryptos zu parken oder die Anlagen für ihre Renten in Kryptos zu parken? Und ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was er antwortet. Well, I think it depends upon how we're defining institutional involvement. You know, when I think about institutional involvement with Ripple, I'm thinking about financial institutions, banks, payment providers who are using our technologies to solve a cross-border payments problem. They've continued to engage, we've continued to grow, and so I feel good about that. But look, I think anytime you have this kind of change, you know, people take a moment. I also think, and I pointed out in one of the sessions I was in at Davos here yesterday, is, you know, we talk about, obviously, crypto is down 65%. Tesla is down 65%. Facebook is down about 65%. No one's saying, hey, we shouldn't invest in Tesla or Facebook. So I think we have to, I mean, clearly, I would much rather not have the volatility we've seen in crypto in 2022, but I think we also have to look at that in concert of other kind of growth investment areas. And again, to your point, most of crypto has been speculation. If it's just speculation, I don't think that's long-term sustainable. We need to focus on utility and make sure we're solving problems for customers. Wow, da bin ich voll bei ihm. Also ganz klar muss man sagen, wenn man sich das einfach nur mal vergleicht, das habe ich euch auch erst schon mal gezeigt in den Zahlen, Daten, Fakten-Videos, die Amazon-Aktie oder auch Meta, also Facebook oder auch viele, viele andere, wie zum Beispiel Tesla, haben ebenfalls 50, 60, manchmal sogar 70% geblutet seit ihrem All-Time-High. Und auch da wird ja nicht ins Lächerliche gezogen, wenn irgendein Aktionär weiterhin seine Aktien von Amazon hält. Also es gibt nun mal manchmal Rücksetzer, insbesondere nach massiven Anstiegen. Und das ist ganz gängig, ganz normal. Aber er sagt ganz klar, es gibt natürlich noch unfassbar viel Volatilität im Markt, insbesondere 2022. Und von daher muss man wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld haben. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Gebt euch gerne auch nochmal das längere Interview von ihm. Werde ich ebenfalls hier unten verlinken. Und ansonsten sind wir schon für heute durch. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.